Willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires. Es geht weiter. Ich habe was festgestellt. Der Sound ist etwas zu laut. Und zwar der Clown-Sound. Ja, genau der. So, jetzt ist es wieder ein bisschen angenehmer. Ich habe die Fischerboote so angepriesen. Ja, es ist immer noch an. Fischerboote sind cool. So, dann macht ihr mal Gold. Die Fischerboote machen den Nahrungsfluss. Dann brauchen wir noch 4 Dorfbewohner. Und wir haben keine Einheit. Nö, wir haben keine Einheit. Können wir den Markkamm bauen? Nö, können wir auch nicht. Dann heißt es jetzt abwarten und Tee trinken. Wo bekomme ich Holz her? Da bekomme ich Holz her. Da ist ein bisschen Gold, ein bisschen Stein. Um so die Nahrung mal ein bisschen auszukundschaften. Auf jeden Fall haben wir jede Menge Fisch. Fisch. Wir haben Fisch. Jede Menge Fisch. So. Das Tolle an den Fischerbooten ist, wenn man die Reusen dann baut, die halten viel länger als Felder. Darum mag ich die Fischerboote mehr, weil die Reusen einfach auch viel geiler sind. So, und die können 15 Fleisch mitnehmen. 15 Stück. Dorfbewohnerschaft 10. Wir haben auch schon unseren, sagen wir hier, halbwegs verbündeten 24. Bald wird uns der Handelsposten geben. Das ist mir aber nicht mehr, den wir gleich, was der Markkorn dann kostet. So, der letzte, ja, der letzte ist auch draußen. Dann holen wir uns mal einen Speer, dann kundschaften wir mal hier das Gebiet ein bisschen aus. Schauen wir mal, wo der Feind steckt, was er da treibt. Und holen uns mehr Gold. So, dann brauchen wir mehr Fischkutter. Was haben die Sarazen nochmal für Eigenschaften? Irgendwas auch mit See, oder? So, stimmt, ja, Transportschiffe haben sie ja. Da passen ja auch mehr rein bei den Sarazenen. Bisschen mehr. Der Speer ist da. Der kann mal noch. Sagen wir noch oben rechts. Gehen wir nach oben rechts als erstes. Den können wir aber noch nicht upgraden. Jetzt holen wir uns erstmal Gold und Nahrung und dann sehen wir weiter. So, wie viel Goldfelder haben wir? 5. Ja, da will ich aber noch ein paar mehr haben. Gold ist wichtig. Überlebenswichtig. So, was geben wir denn? Wir haben schon einen Stall, wir haben eigentlich schon alles, was wir brauchen, außer eine Burg. Wir haben noch keine Burg oder eine Waffenschmiede. Das müssen wir ändern. Auf jeden Fall brauchen wir Kavallerie. Ich weiß jetzt nicht, mit was wir hier zu tun haben mit Einheiten. Ja, wir werden bestimmt unterschiedliche Einheiten haben. Beziehungsweise wo die ganzen Städte eigentlich sind. Ah, ist hier was? Ne, sieht bis jetzt noch nicht so aus. Da kommt der letzte Goldsammler. Und dann hole ich mir gleich mal den Stein mit 5 Dorfbewohner. Hm, hier ist ein Fluss oder ein See. Hier ist auf jeden Fall etwas. Und ein bisschen Gold. Dann sage ich mal, gehen wir nach Uten. So in diese Richtung. Ich treffe mir da was. Hat er keine Arbeit? Doch, der hat Arbeit. Der hat keine Arbeit. Dann schick mir mal eine Arbeit. Ich will auch eine Galeere haben, um das Meer ein bisschen auszukundschaften. Das ist ja doch ein bisschen viel, wenn das hier Land sein sollte. Da ist ein Goldlager des Blauen und eine Burg, die mich nicht angreifen kann. Hihi. Und da haben wir den ersten, ja, Tiberias. Okay, dann weiß ich schon mal, wo der steht. Dann gehen wir weiter nach unten. Seid ihr schon am Stein hauen? Ja. Dann holen wir uns ein Steinlager.
damit ihr nicht so weit gehen müsst. Und schon mal die ersten Soldaten. Wir können aber noch keinen. Wir müssen mal auf unsere Holzversorgung achten. Holz mal den Wald da weg. Den Wald, den Baum. Den Baum holst du mal weg. Ist ja immer so schön langsam in die Ecke. Oh, da haben wir den zweiten. Okay. Geh gleich mal weg. Ich will nur wissen, wo sie sind. Dann gehst du nach oben. Nicht sterben. Okay, zwei haben wir gefunden. Wir müssen ja auch nur zwei zerstören. Also dann würde ich sagen, den blauen und den orangen. Wo der gelbe ist, ist mir jetzt mal egal. Solange ich das, obwohl das Gebiet hier oben noch ziemlich leer ist. Ich habe jetzt mal Holz. Da brauchen die da nicht so weit gehen. Holen wir uns mal ein bisschen mehr Holz. Nahrung haben wir ja. Wo ist meine Galeere? Gehen wir wieder hier zurück. Und dann brauchen wir, was brauchen wir denn? Gold haben wir erstmal in Überfluss. Die Stadtpatrouille brauchen wir auch nicht. Den Handkram wollte ich gerne haben. Da brauchen wir Holz. Holz haben wir nicht. Dann müssen wir auf Holz warten. Können wir dabei unsere Truppen ausbilden? Denn ich sehe, er hat hier eine Burg. Hier zwei Türme. Sie brauchen definitiv schon mal Belagerungswaffen. Der hat hier nur Türme. Brauchen wir auch Belagerungswaffen, aber was mich bei dem stört, der hat hier schon Imperialzeit. Das könnte ein bisschen knifflige werden, den fertig zu machen. Ja, verstärkte Türme. Verstärkte Türme. Und die besseren Wälle. Aber es soll mir egal sein. Holen wir uns die Bogensäge, damit die mal ein bisschen schneller rattern. Könnt ihr auch noch 5 Dorfbewohner Zusatz geben. Dann geht die Sache dann auch ein bisschen schneller voran. Und wir holen sie zu unseren Speer zurück. Brauchen wir eigentlich die Mühle? Schon. Das können wir nicht machen. Ihr braucht jetzt nicht alle auf einen stehen. Geht ihr mal da rauf. Geht ihr mal. Das. Eskalon hat angefangen, ein Weltwunder zu bauen. Okay. Weißt du, was wir den Typen fertig machen müssen? Bevor er das Weltwunder gebaut hat, oder? Oder. Der wird gewinnen, wenn er das fertig hat. Dann läuft dann die Zeit ab. Und wenn die Zeit vorbei ist, dann hat er gewonnen. Heißt also, wir müssen. Galionen. Tyros hat Ascalon schon überholt. Schon nicht schlecht. Tyros hat Galion, also ist ja mehr am Meer vertreten. Wird er meine Fischerboote nerven. Das einzige Problem an den Reusen ist, dass sie ein bisschen viel Geld kosten. Ja, Geld sage ich, Holz kosten. Speer, geh du mal rauf. Kundschaften wir mal das obere Gebiet ab. Wir wissen, was wir es darum zu tun haben. Auf jeden Fall mit Tyros. So viel steht fest. Ja, ich würde mal sagen, wir müssen den Orangen zuerst plätten. Wegen dem Weltwunder. Könnte schwierig werden, aber. Ich müsste in die Imperialzeit reisen. Dafür fehlt mir aber noch das nötige Holz. Holen wir uns erstmal eine Waffenschmiede, um Rambeke zu bauen. Dann rammeln wir hinein. So, eine weitere Reuse. Die Reusen haben 700. Okay. Ein Anker, ein tripolitanische Vorhut. Wer ist denn bitte schon die tripolitanische Vorhut? Von Tiberias? Nö. Tripolis, die Wache da. Ah, und da kommt die Mange. Ja, mit der haben wir schon mal das Vergnügen in der letzten Mission. Ihr tötet nicht meine Dorfbewohner. Ja. Ist das alles, was Tripolis kann? Vor allem Wachen von Tripolis, die. Ja, die haben ein bisschen was.
Aber auch nicht. Auch nicht mehr. War das schon alles? Nicht mehr? Okay. Lol. Sind sie tot? Okay. Auch nicht schlecht. Drei Rombe gehört ich gern. Da ist es da unten schon ein bisschen heikel. Mehr Ritter brauchen wir. Auf jeden Fall mehr Ritter. Weiß jetzt nicht, mit was wir da unten so zu kämpfen haben, was sie für Einheiten bauen. Gute Frage. Das hat man jetzt nicht so gut gesehen mit dem Scout. Er wird definitiv wahrscheinlich in dieser Mission in die Imperialzeit reisen müssen. Sonst wird es ein bisschen heftig. Tiberias ist noch in der Ritterzeit. In dem Fall könnte man den ja schnell ausschalten, aber das Problem ist das Welt und ich will das da nicht haben. Wer greift mich denn jetzt an? Wer greift Kamelreitern an? Das ist scheiße. Wo greift denn meine Romböcke an? Bist du irre? Nö. Lol, der ist rückwärts gegangen. Und jetzt verpisst er sich. Der kommt mit Kamelreitern an. Okay. Wo sind meine Steinfelder? Ihr braucht kein Stein mehr fällen. Wir bauen hier unsere Burg auf. So, dann will ich außerhalb noch eine Uni haben. Und ein Kloster. So. Das ist ja schon mal alles, was wir von den Holzfällern brauchen. Die restlichen Holzis gehen dann in die Reusen. Mit unsere Fischerboote nicht so weit rennen müssen. Fahren müssen. Als zweite Kavirianer würde ich gerne die Mamelucken haben. Weil sie relativ praktisch sind gegen die ganzen anderen berittenen Einheiten. Wenn der schon mit Berittenen kommt, könnte der unten auch mit Berittenen kommen. Jetzt hat man hier ein paar Mönche hin. Wo werde ich denn jetzt schon wieder angegriffen? Ich hab doch das Tarus. Was machst du da mit der Eklipskalione? Okay, der ist anscheinend sehr auf Seefahrt aus. Soll mich aber nicht weiter stören. Jetzt haben wir eine Burg. Und wir könnten in die Imperialzeit reisen, brauchen aber 1000 Nahrung. Es ist etwas. 1000 Nahrung ist etwas. So, da ich jetzt kein Dingens brauche, keine Steine, können die jetzt Holz sammeln. Die Priester habe ich jetzt zugebaut, um meine Einheiten hier zu heilen. Und dann holen wir uns noch Mamelucken. Wir brauchen Nahrung. Was schießt du denn? Was ist das? Tyros. Ja, Tyros. Das kommt mit gepanzerten Reiter. Auch nicht schlecht. Und der hat auch schon die Chemie erforscht. Jetzt kann er brennende Geschosse abfeuern. Okay. Wie gesagt, soll mich nicht weiter stören. Denk mal, der wird nicht so aggressiv sein. Da brauche ich Stein. Ja, da bekommen wir noch Stein raus. Ich werde schon wieder angegriffen. Jetzt kommen. Menschen, sage ich schon. Reiter, geht bitte nach oben und verkloppt sie. Gehen jetzt wieder diese Angriffe vom letzten Part los. Die rumnerven. Ich denke mal, das wird jetzt hier nicht so aggressiv sein. Wollen gerne mal zu meinen Mamis. Zu meinen Saris. Mamis. Warum sage ich zu den Mamis? Die können keinen Ritter töten. Haben sie jetzt keinen Ritter getötet? Doch, da ist einer tot. Schade. Habe ich eine Einheit weniger. Ich sag dir Holz. Kann ich schon Mörderlöcher? Ne, kann ich noch nicht. Fehlt es an Nahrung. Leute, was ist denn los bei euch?
Braucht die wirklich so lange? Bauen wir mal da ein paar Reusen hin. Los, dann braucht ihr nicht mehr so lange fahren. Alles mit Reusen dahin. Ich will noch 1, 2, 1, 2, noch 4 Fische für den Zusatz. Dann sage ich mal, dann greifen wir mit dem ersten Trupp im nächsten Part an. Denn jetzt einleiten.